Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight während des Moonrise Events. Und ihr seht es, mir fehlen nur noch 180 Punkte zur letzten Münze. Und heute spiele ich mal als der Geist, der gute Philipp will auch nochmal ran. So, hier habe ich ja noch gar nichts ausgerüstet. Ich nehme auf jeden Fall Barbecue und Chili mit. Denn das erlaubt mir jedes Mal, wenn ich jemanden festhake, kriege ich 25 oder zum ersten Mal festhake, wenn ich einen Überlebenden zum ersten Mal festhake, kriege ich 25% Bonus auf alle erhaltenen Blutpunkte am Ende der Runde. Sprich, gelingt uns das bei jedem Überlebenden, verdoppeln wir somit zum Ende der Runde unsere Blutpunkte. Außerdem sehen wir die Auren der anderen Überlebenden jedes Mal, wenn wir jemanden festhaken, sofern sich diese weiter als 40 Meter vom Haken entfernt befinden. Weitere Voraussetzung ist, dass sich die Überlebenden derzeit nicht in der oder zu diesem Augenblick während des Aufhängens nicht in einem Schrank befinden und nicht Verzerrung dabei haben, denn diese beiden Dinge negieren die Aura-Lesefähigkeit vom Barbecue und Chili. Mein zweiter Perk, da nehme ich Bluthund rein. Und Bluthund, das zeigt uns die Blutspuren, wenn jemand verletzt ist und blutet. Die sehen wir deutlich besser, das heißt, die leuchten richtig rot und können darüber hinaus auch noch 4 Sekunden länger wahrgenommen werden als normal. Das hilft uns bei der Verfolgung eines Verletzten, gerade weil wir im Unsichtbarkeitsstatus ja auch etwas schneller sind. Und so können wir an unserem Opfer dranbleiben. Als dritten Perk, gerade im Unsichtbarkeitsstatus sehr, sehr sinnvoll, ist der Ruf einer Krankenschwester, denn der erlaubt uns innerhalb von 28 Metern Heilungsaktionen zu sehen. Sprich, wir sehen die Aura der Überlebenden, die sich selbst heilen, die andere heilen oder geheilt werden. Auch hier, Entschuldigung, Frosch im Hals. Entschuldigung. Geht's jetzt? Okay. Auch hier ist es so, dass wenn einer der Überlebenden Verzerrung ausgerüstet hat, sehen wir seine Aura nicht. Sind jedoch mehrere in eine Heilungsaktion verwickelt und nicht jeder hat Verzerrung drin, dann kriegen wir die Auren der anderen natürlich angezeigt. So, und als letzten Perk, das hat sich in den letzten Runden sehr bewährt gemacht, spiele ich wieder Erlischendes Licht. Das heißt, wir werden eine Obsession in der Runde haben. Und diese Obsession ist halt erstmal in Heilungsaktionen 50% schneller in den selbstlosen Taten. Sobald die Obsession allerdings stirbt, sich auslockt, auf welche Weise auch immer das Spiel verlässt, erleiden die anderen Überlebenden eine Strafe von 25% auf Reparatur-, Heilungs- und Sabotagegeschwindigkeit. Das heißt, sie werden 25% länger für diese Aktionen brauchen. Als Add-ons nehme ich einmal Allsehend Geist mit. Das erlaubt mir, im Unsichtbarkeitsstatus die Auren der Generatoren zu lesen und anhand ihrer Intensität kann ich den Reparationsprozess der Generatoren lesen. Ich sehe diese nun alle weiß und ganz weiß bedeutet, dass dieser Generator noch nicht angefasst wurde und je dunkler er sich der Farbe rot nähert, desto weiter ist der Fortschritt der Reparatur. Das heißt, gerade im Unsichtbarkeitsstatus ein sehr, sehr starkes Add-on, da wir so wissen, welcher Generator ist gerade kurz vor der Fertigstellung. Als zweites Add-on nehme ich den Zierknotenklöppel rein. Was für ein Name! Und das heißt, dass ich die Jammerglocke vollkommen geräuschlos ausführe. Normalerweise hört man ein Klingeln, wenn ich mich sichtbar oder unsichtbar mache. Das wird durch dieses Add-on unterdrückt. Das heißt, sie hören keine Benachrichtigung, dass ich gerade vorhabe, mich sichtbar oder unsichtbar zu machen. Dieses leichte Rauschen beim Unsichtbar-Unsichtbar-Werden ist dennoch zu hören, aber das Läuten vorher halt nicht. So, leider habe ich keine Opfergabe für das Event, keinen roten Umschlag, um eine weitere Laterne auf der Karte erscheinen zu lassen.
Und das ist ein sehr starker Build, den ich ja habe, zumindest mit den Add-ons und mit Bluthund und mit... Naja, wir werden sehen, ob wir eine Obsession mit Befreiungsschlag haben. Wenn nicht, dann ist das hier eine sehr starke Zusammensetzung. Deswegen bin ich jetzt auch mal so fair und spiele die blutigen Partyluftschlangen, sodass die Überlebenden auch, so wie ich, am Ende der Runde nochmal doppelte Blutpunkte für die folgende Runde erlangen. So, mit dieser Zusammenstellung werde ich nun als Geist Philipp Ochomo oder Oshomo oder wie auch immer der Nachname ausgesprochen wird, auf die Jagd nach Überlebenden gehen und ein wenig der letzten 180 Punkte für die letzte Münze abarbeiten. Wir sehen uns gleich in der Runde als Geist gegen die Überlebenden. So, und damit startet die Runde gegen zwei Kates, gegen eine Mac und gegen eine Nea. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, spielen die auch alle in einem Viererteam. Das heißt, das wird eine sehr, sehr schwere Runde, gerade als Geist, mit dem ich nicht sonderlich gut geübt bin. Ja, Taschenlampe habe ich keine gesehen, denn das ist so die Schwäche des Geistes. Ihn kann man auch in der Unsichtbarkeit blenden und quasi so aus der Unsichtbarkeit herauszwingen. Und dafür muss man noch nicht mal sein Gesicht anvisieren. Es reicht, wenn man den Körper anleuchtet. Leider wurde auch von den Überlebenden keine Opfergabe gespielt für das Event. Da bin ich mal gespannt. So, Sashimi ist unsere Obsession. Da hinten sind sie. Der Generator, der wird schon langsam rot. Schön dein Sprintboost. Damit mache ich mich erstmal wieder unsichtbar, trete diesen Generator und schaue mal, an welchen Generator die jetzt noch zugange sind. Sind doch wieder an diesem dran, oder nicht? Nein. Da hinten. Da hinten geht's weiter. So, die Blutspuren, die führen hier rein. Aber die interessieren uns gerade nicht, denn da hinten der Generator, der wird gerade ziemlich rot. Du siehst, dass ich da bin, ne?
Ja, das Jagen dauert sehr lange. Ich hätte mal was reinnehmen sollen, was sie verlangsamt. Yep. So kriegen wir euch. Aber eine Laterne habe ich bis jetzt leider noch nicht gefunden. Willst du das echt? Ziemlich dumme Aktion. Lässt sich auch noch sterben. Ah, da hinten wäre noch eine Laterne gewesen. Pop.
Der Trick ist doch alt. So, und ich weiß, dass hier noch eine Laterne ist. So. Hallo. Sie hingen noch gar nicht, sehe ich gerade. Noch eine Laterne finden. Hoffen wir mal, dass sie weiter kämpfen. Hier wäre die Luke gewesen. Hier haben wir eine sehr schön. Damit haben wir auch beide Laternen auf der Karte zerstört. Eine erfolgreiche Runde als der Geist Philipp. Ach, hier haben wir noch eine Palette. Gibt auch nochmal Punkte. Ja, und hier wäre die Luke gewesen. Schauen wir mal auf die Punkteübersicht. Wir haben 29 weitere Punkte für das Event gesammelt. So, hier kam auch einiges zusammen. Das mal zwei, nein, sogar mal drei. Barbecue und Chili plus die blutigen Partyluftschlangen. Haben wir also wieder gut Blutpunkte gesammelt, die wir gleich wieder investieren können. Oh, ein Rang 5 Überlebender. Und ein Rang 9 Überlebender. So. Das war eine Runde mal als der Geist Philipp. Der wollte auch nochmal ran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.